Hallo, Fahrer läuft. Ganz schön neblig heute, bei euch wahrscheinlich auch. Ich bin heute 7 Kilometer unterwegs und kleine Steigungsläufe, Wettkampfvorbereitung auf den Halbmarathon. Mal sehen, vielleicht am Wochenende. Dann, ich bin hier durch die Aue gelaufen und seit kurzer Zeit gibt es jetzt hier diese beiden parallel laufenden Wege, den Fahrradweg und den Fußgängerweg. Und da ist mir so in den Sinn gekommen, wie ist das eigentlich mit unseren Lebenswegen und unseren Lebensentscheidungen? Manchmal hatte ich immer mal so den Eindruck, aha, ich muss wissen, was ist genau der Weg, den ich gehe. Und vielleicht ist es da auch manchmal so, dass viele Wege ans Ziel führen, die einfach so nebeneinander herlaufen. Manchmal laufen sie in unserem Leben natürlich auch in unterschiedlichen Art und Weise nebeneinander. Und da ist es doch gut, wenn wir wissen, was die Richtung ist. Auch so, wenn ich an die jungen Menschen denke, die so über ihre Berufswahl nachdenken oder Partnerwahl und so. Also ich bin dankbar, dass ich da gute Richtungsentscheidungen getroffen habe. Und ich möchte euch ein Bibelwort mit auf den Weg geben. Das ist mein Ordinationsspruch. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Pfarrer läuft.